Hallo und herzlich willkommen bei Biker Information. In dem heutigen Video dürfen wir euch ein Indien-Motorrad vorstellen, ich sag mal der besonderen Art. Dieses Motorrad ist eine Limited Edition. Aber wer kann uns das Motorrad besser vorstellen als ein Indien-Händler? Wie gesagt, wir sind in der schönen Rhön bei der Firma Rhön Motor. Hallo Axel. Hallo, grüß dich. Ja, wir stehen hier vor einer Jack Daniels Limited Edition, einer Roadmaster, Modelljahrgang 2021, einen empfohlenen Preis von 40.990 Euro. Mhm. Und ich erkläre euch mal ein paar Sachen, die von der Serien Roadmaster abweichen. Wir haben als erstes mal, wie man ja auch schwer erkennen kann, eine Mega Flake Lackierung in mehreren Farbnuancen, braun, schwarz, beige. Eine sehr, sehr aufwendige Mehrschichtlackierung. Wir haben den 116er Motor, der auch in verschiedenen Farben passend zum Motorrad die Zylinderköpfe und auch die Motordeckel lackiert und eloxiert sind. Wir haben die Plakette, die ausweist, dass wir 107 Fahrzeuge davon weltweit haben. Davon kommen 5 Stück nach Europa. Und wir haben das große Glück, diese Maschine bekommen zu können mit der Nummer 84. Ja, des Weiteren haben wir eine ganz besondere Sitzbank mit ganz besonders aufwendigen Nähten und Verzierungen. Wir haben den Jack Daniels Schriftzug und die weitere Besonderheit ist, dass der Motor, dieser Sitz nicht nur gekühlt ist und beheizt ist. Wir haben also eine klimatisierte Sitzbank, erste Mal dieses Jahr in dieser Klasse zu haben. Ja, weiter haben wir die üblichen Dinge von der Roadmaster mit einem sehr großen Navi. Wir haben eine elektrisch verstellbare Scheibe. Wir haben als Neuerung jetzt den Ladestecker hier oben auf der rechten Seite im Armaturenbrett, ganz leicht zugänglich, und haben dafür den Startknopf hier oben an die rechte Seite wandern lassen. Ja, wir haben als Basis zu diesem Fahrzeug die Roadmaster Dark Horse. Wie man sieht, hat wir gar nichts an Chrom haben, alles ist schön schwarz gemacht. Wir haben den 116er Motor, der vorher Jahr vorgestellt worden ist, jetzt bei dem 21er Modell schon wieder leicht modifiziert, und zwar vom Kupplungsdeckel und von der Kupplungsseilführung her. Und wir haben besonders leichte Handkräfte, die nur nötig sind, um die Kupplung zu betätigen. Im vorderen Bereich haben wir die neue Badland Fairing mit LED-Scheinwerfer, und bei der Dark Horse haben wir zum ersten Mal die beiden LED-Zusatzscheinwerfer, die wir montiert haben, und wir haben besondere Felgen, die nur bei den Limited-Modellen sind. Mhm. Du hattest drin noch irgendwas erwähnt wegen einer Gürtelschnalle? Ja, der Käufer dieses Fahrzeugs bekommt dann noch eine Gürtelschnalle mit diesen Jack Daniels und gleichzeitig der Nummer des Motorrades drauf. Okay, du hast ja gesagt, dieses Modell gibt es 107 Mann, kostet 40.990. Ja. Das vergleichswerte Modell, wenn es jetzt keine Jack Daniels Edition wäre, was wäre das jetzt? Ja, könnte man so in etwa vergleichen von dem Zubehör, was dran ist, mit einer Roadmaster Limited, die es ab 2021 gibt, die so in etwa bei 35 liegt. Also du hast schon so immer zwischen 6.000 und 7.000 Euro bei so einem Modell von Jack Daniels, was etwas teurer ist dann. Okay, aber weil du das ja erwähnt hast, es gibt also nur 107 Stück. Ja. Dass wir uns das mal ganz kurz mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ja. Das heißt ja nichts anderes. Deutschland 83 Millionen Leute. Ja. Europa 741 Millionen. Ja. Und ihr seid einer von den Indien-Händlern, die dann das Glück echt ja, haben. Riesenglück, so ein Modell. Ja. Seit wann gibt es eigentlich die Sondermodelle? Ja, die Sondermodelle gibt es jetzt zum 5. Mal. Mhm. Wir hatten als erstes Sondermodell eine Chief Vintage. Mhm. Danach kam eine Chieftain,
Dann kam eine Scout Bobber. Mhm. Letztes Jahr hatten wir dann die Springfield und jetzt die Roadmaster. Würde, wenn jetzt jemand nachfragt und sagt, hier die Lackierung, weil ich sie gesehen habe, es ist ja auch immer eine Geschichte. Wir sehen sie im Moment live. Ja. Die Leute, die es nachher auf dem Video sehen, ist ja meist, es kommt ja manchmal gar nicht so rüber. Ja. Würde überhaupt Indien, ich sag mal, es gibt ja zu jeder Farbe gibt es ja einen Farbcode, irgendetwas Besonderes. Ja. Würde der rausgegeben werden, dass ich mir sowas nachlackieren lassen kann? Ja, du hast da ein bisschen Schwierigkeiten. Wir können bei Indien keine Farbcodes rausgeben, die man dann nachmischen kann, sondern du kannst fertige Farben bei Indien beziehen und die dann aufbringen lassen. Gut, also das wäre also auch möglich in dem Moment. Aber uns fehlt ja dann immer noch das Zertifikat, dass es die Originale ist. Ja, also so ein Motorrad nachzumachen, so wie sie jetzt wäre, wäre auch von Kosten her in keinem Verhältnis. Ja, das würde ja nur heißen, rein theoretisch können sie ruhig noch ein bisschen mehr kosten. Ja, du weißt ja, mit den Kosten ist immer so, da musst du dann auch denjenigen finden, der bereit ist, das zu zahlen. Hier in dem Fall war das sehr einfach. Wie ich von meinen Händlerkollegen gehört habe, waren die Modelle sehr schnell, nachdem man die eingestellt hat, verkauft. Da ja das Modell schon weg ist, bist du sie mal gefahren? Ja, ich bin sie gefahren zum Tanken, weil bei mir gehen die Fahrzeuge immer vollgetankt zum Kunden. Jedes Motorrad, was wir verkaufen. Und was ich mit jedem Motorrad mache, ist eine kurze Probefahrt, also bis zur Tankstelle und zurück, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist nach der Übergabeinspektion. Es war schon ein erhabenes Gefühl, aber auch von Vorsicht geprägt, dieser kurze Weg, weil ich möchte natürlich so ein Motorrad nicht beschädigen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, aber wie gesagt, es ist halt doch wirklich wunderschön. Ja. Wenn jetzt wirklich einer sagt, ich habe es nicht so weit hier in die Rhön, zu der Firma Rhön Motor, vorbeikommen dürfen man und sich die anschauen. Ungefähr 14 Tage wird sie noch hier stehen, ab jetzt, wenn ihr das veröffentlicht hier. Und verkauft ist sie, also kaufen kann man keine mehr. Und dann liefern wir sie innerhalb von 14 Tagen dann an den Kunden aus. Jeder, der bei mir ein Trainings macht, weiß ja, so eine Frage habe ich ja immer noch. Ja? Du bist ja auch einer von den Händlern, die man immer, ich sag mal, auf der Custom-Bike sieht. In Bad Salzuflen. Die findet ja dieses Jahr nicht statt. Wenn die dieses Jahr stattgefunden hätte, würde so ein Modell auch vor Ort stehen, dass man sich die mal wenigstens anschauen könnte. Und wenn ein Absperrband, wie es ja manche haben, Das müsste man natürlich dann mit den Kunden, die schon gekauft haben, abklären. Also ich hätte das dann mit meinem Kunden abgeklärt, obwohl ich hätte lieber ein anderes Motorrad mitgenommen. Weil als erstes Mal, man kann natürlich so ein Motorrad zeigen, kaufen kann man es nicht mehr. Und du hast dann immer die Gefahr, den Transport zur Custom Bike, die Ausstellung dort und zurück, dass irgendetwas beschädigt wird. Und ich weiß nicht, ob der Kunde mir genehmigt hätte, das Fahrzeug mitzunehmen. Na gut, das ist natürlich verständlich. Gut, also wie gesagt, wer das Motorrad noch bewundern möchte, hier in der Rhön, es ist noch ein paar Tage da, dann am besten vorher anrufen. Aber es gibt ja noch vier weitere Händler. Ja. Wie gesagt, die Namen habe ich jetzt leider noch nicht jetzt irgendwo mir mal rausgesucht. Ja, ich hätte zwei, die ich hier nennen könnte. Ja. Wir hätten einmal die Möglichkeit, das Fahrzeug, so viel mir jetzt bekannt ist, noch beim Bodo im Bereich von Stuttgart sich anzuschauen. Mhm. Der hat auch so ein Modell noch da stehen, so viel ich weiß. Und du kannst dir auch eine oben in Hamburg oder in Lübeck anschauen. Mhm. Da steht auch so ein Motorrad. Gut. Dann bleibt mir nichts anderes zu wünschen. Erstmal vielen Dank. Und wenn euch das Motorrad wirklich gut gefällt, schaut es euch an. Ansonsten einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank auch von Rhön Motor.